Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Voxel Tycoon. Wir haben letztes Mal hier diese Station angeguckt und wir haben ja den LKW, der die Kohle bringt und das bringt uns nicht weiter, da der hier immer alles blockiert. Deswegen ist mein Gedanke, dass wir das umbauen und hier oben noch ein T-Stück anschließen von der Straße und dann hier noch einen Halt machen. Das würde ich sagen, machen wir dann am Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir hier die Straße aufrufen. Da. Und hier so ein T reinmachen. So sollte das passend sein. Ja, können wir so lassen. Dann brauchen wir ein Häuschen. Ist das das Richtige? Ne, das ist ein Fahrzeugdepot. Quatsch, wir brauchen ein Terminal. Das ist das richtige Terminal. Das müssen wir drehen. Und das kommt dann hier hin. Ja, lassen wir den Baum stehen, ne? So sieht es doch gut aus, oder? So, dann müssen wir zu den Förderbändern. Und brauchen das Förderband. Das nicht, sondern das. Und den drehen wir mal so. Und ich glaube, das ist schon ideal dann, oder? Den bauen wir dahin. Dann Förderband bitte. Haben wir schon ausgewählt. Und das Förderband, ja. Soll so laufen. So. Es läuft jetzt da noch falsch rum. Da drehen wir das um und dann kommt das drauf. So, oh, guck mal, da ist er. Das ist schon mal gut. Diese Linie bearbeiten wir dann. Halt hinzufügen. Diesen. Dort bitte. Nee, nicht laden. Wie kann ich das ändern? Wegschmeißen, neu machen. Da. Entladen, dort voll entladen und den da wegschmeißen, ja, und den da auch wegschmeißen. Dann können wir da okay sagen und dann können wir dem Fahrzeug folgen, oder? Jetzt machen wir mal gerade schneller hier. Folgen wir dem Fahrzeug, gucken, dass es Kohle holt. Wird geladen, ja, 5 von 5 passt. Und fährt jetzt an die andere Stelle. Sieht erstmal gut aus, oder? So, jetzt fährt er da rein. Auch gut. Hier rum und entlädt jetzt hoffentlich hier. So. Und kommt an. Wieso kommen von 5:03 an? Okay, hier sind 54 drin. Müssen wir mal im Auge behalten, oder? Gut, hier wird nachproduziert, das passt alles. Jetzt müssen wir aber schauen, was wir weitermachen können. Das macht unser Labor. Metallverarbeitung, Eisenbahn gehen da rein, 47 von 135 passt. Was ist das hier für eine Hütte? Stahlbahn. Die können wir doch auch machen, oder? Wie komme ich da dran jetzt? Kann ich das hier sehen? Nee, da war das nicht. Warte, Industrie. Ressourcengewinnung, Lagerhäuser, Verarbeitung. Legierungsschmelze. Warte mal, können wir das an der hier sehen? Ich glaube schon, ne? Kann ich die umstellen? Wähle ein Rezept. Ja, da können wir Stahlbarren machen. Was brauchen wir dafür? Eisenbarren und Kohle. Okay. Das bleibt aber so. Und das kann weg. Das heißt, wir machen hier eine neue Produktion. Ja, wie machen wir das am besten? Stahl, Eisenbahn haben wir hier, Kohle haben wir da. Das heißt, wir könnten hier noch sowas hinbauen und müssen da aber eine neue Kreuzung machen. Kriege ich das hier so hin? Ja, geht, wenn der weg ist. So, jetzt haben wir es aber. Und die gehen jetzt hier hin. Weiter nach da geht nicht.
Dann machen wir hier die Straße hin. Ja, das ist schon mal gut. Können wir so lassen. Jetzt brauchen wir hier aber ein Terminal. Das Terminal kommt dann dahin. Das passt auch. Und dann brauchen wir jetzt industriemäßig erstmal die Verarbeitung. Den, ja, der ist richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier hingestalten. Dreh den mal. Ich glaube, so wäre schon nicht schlecht. Aber wir machen den mal mehr nach hier hinten. Ja, mittig ist schon ganz gut, denke ich. Machen jetzt das Rezept auf jeden Fall drauf. Hat er. Jetzt wieder Förderbänder. Und der geht da dran. Das ist schon mal gut. Und ja, der geht auch durch. Passt. Jetzt müssen wir nur von der Kohle da noch rüber. Brücke bauen wir hier. Geht so, ja, sehr schön. Und schließen das da so an. Ist das richtig? Ich hoffe ja. Warte mal, hier muss man wieder ein Dingens machen. Das passt. Und das muss so rum. Hier ist noch falsch. Und da kommt das erste Eisen. Sehr schön. Gut, das heißt, jetzt müssen wir noch ein Fahrzeug haben, was von hier nach da hinten fährt. Wir kaufen eins. Der hier. Kaufen. Auswählen. Halt hinzufügen. Das ist hier unten. Da müssen wir laden. Voll. Fahren dann da oben hin. Ich hoffe, dieses Depot da ist Terminal und Terminal was ist nah genug dran. Ja, das ist rot, sehr gut. Machen da entladen und da voll entladen. Nennen das eine neue Eisenberg zum Beispiel Anbau. Ja, genau. Ist bearbeitet. Fahrzeug wollen wir verfolgen und fahren. Gucken wir zu, ob das alles so funktioniert, wie wir das wollen. Dadurch, dass wir jetzt hier zweiten Kohleabnehmer haben, ist das hier natürlich auch besser geworden. Ne? Also, guck mal, das ist nur noch 21, eben hatten wir 54. So, er holt die Eisenbahn und bringt die weg. Die Steingeschichte können wir sowieso nicht machen, weil wir keinen Stein hier auf der Karte haben. Also alles gut. Garage können wir ausmachen. So, wo fährt er hin? Ach, der muss erst drehen. Wieder an einer unmöglichen Stelle dreht er, ne? Okay. Ist halt so, können wir nicht ändern. Hält hier an und Industriegebäude der ersten Liefer. Ja, genau, wunderbar. Den können wir dann gleich noch hier angucken. Statistik. Okay, da brauchen wir keine Sorgen machen. Der hat richtig Geld eingefahren. Fahrer ist Korogaru. Keine Ahnung, wo der wegkommt. Die Statistik hier. Geld verdient 2650. Fracht angeliefert 5. Logistik. Verbundene, okay. Und hier haben wir jetzt 5. 530 verdienen wir hier. Schauen wir mal, wie das wird. Das können wir, glaube ich, jetzt. Ja, wir können noch mal gucken, wo ist er. Dreht da um. Der liefert dann noch weiter an. Ja, zu viel Fahrzeuge können wir da nicht draufsetzen, sonst sinkt dieser Preis ja, ne? Fahrzeug ist unrentabel. Das müssen wir gleich auch noch angucken. Das ist ein Bus. Statistiken. Geld verdient 0. Betriebskosten 775. Wieso kriegt er keine Leute? Hier ist es gerade ein Ausrufezeichen gewesen. Fahrplan. Mellrichstadt Transfer. Heubach Süd. Transfer. Mergestransfer. Gefräß. Dann fährt er wieder nach Mellrichstadt. Müsste der nicht hier erst nach Wirges fahren? Ja, wäre vielleicht sinnig. Bearbeiten. Nochmal hier höher. Mellrichstadt ist da. Fährt dann nach Wirges, fährt dann nach Gefräß.
Und dann halt hinzufügen wieder Virgis. Transfer. Macht Sinn, oder? Das sieht alles gut aus eigentlich. Mach mal okay. Hat er denn hier irgendwie Statistik, irgendwas drin? Kann ich irgendwo Leute sehen? Klicken zum Umrüsten. Ne, will ich nicht. Ich will nur sehen, wie viel da drin. Einer von 10 sitzt da drin. Okay, wir können ja mal mitfahren gerade. Ah, da sind zu viele Fahrzeuge drauf, kann das sein? Warte mal, Fahrplan. Ne, das ist schon gut so. Wo sehe ich denn die Fahrzeuge hier dann? Da, nee. Statistiken, nee. Ich glaube, da muss ich woanders hinklicken, ne? Nicht da. Da muss ich, kann das sein, dass ich dann hier hin muss? Fahrzeugersetzung. Okay. Keine veralteten. Alles klar, das ist gut. Ja, wenn wir jetzt noch die Strecke wüssten. Warte mal. Fahrzeug ist unrentabel. Passagier zur Melderichstadt. Transfer heißt das. Passagiere zum Melderichstadt. Ah, hier, da ist es. Drei Fahrzeuge drauf. Das ist Fahrzeug 4. Das bedeutet, das ist da nicht rentabel. Jetzt müssen wir gerade überlegen. Das sind ja nicht die einzigen Passagiere, die hier durch die Gegend fahren werden, oder? Steht natürlich nichts. Hier, Stadtbus Melrichstadt. Heubach und Gefrees. Ist jeweils nur ein Fahrzeug drauf. Das ist jetzt Heubach, ne? Ne, Stadtbus Gefrees. Stadtbus Heubach ist hier. Das ist ein Halt mehr. Das würde ich sagen, ist dann schon wichtiger da. Und Stadtrich Melrichstadt ist da. Melrichstadt hat hier noch ein hat noch mehrere Halte. Ich glaube, dann würde ich das Fahrzeug mal auf Stadtbus Melrichstadt ummünzen, eins hiervon. Mhm. Du fahr mal in Zukunft Stadtbus Melrichstadt. Fahrzeug 4 fährt jetzt da. 0 von 10. Jetzt müssen wir nur gucken, aber können wir mal hinterherfahren oder mitfahren. Okay, der ist jetzt erst bei Virgis. Die Liste machen wir zu. Industriepark hier. Okay, der Preis ist da runtergegangen. Schrecklich. Hat aber auch 5 da hingebracht. Bringt gerade wieder welche im Lager. Da sind jetzt 10 hier. Müllerichstadt. Ach so. Das ist unser Wagen, der jetzt fährt mit dem Eisen. Der ist top. So, er hat 10 von 10. Aha, jetzt sind wir hier, wo wir gerade zugemacht haben. Nee, das ist Eisen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt gerade unser Stahl gewesen. Okay, das läuft aber auch. Das ist auch prima. Und hier sind 10 von 10 immer. Wahrscheinlich ist das jetzt hier in Melrichstadt ein bisschen besser. Da verdient er jetzt wahrscheinlich auch Geld, oder? Ja, Geld verdienen, Betriebskosten. Aber die Betriebskosten können auch noch vom letzten Fahren sein, was da schlecht war, oder? Fracht angeliefert 5. Hier ist immer noch schlecht. Ne, schrecklich. Okay, aber das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Hier steigt ja auch das verdiente Geld, glaube. Schauen wir mal. Fährt da lang. Zum Nordost. Da gab es 20 Kröten. Jetzt fährt er nach Nord vielleicht. Ne, macht er nicht. Vielleicht ist die Linie komisch gewählt. Müllrichstadt Abzweigung. Ja, wir haben jetzt hier 200. Hm. Sehen wir, dass da hier mehr Fahrzeuge drauf sind? Sieht man hier nicht. Hier sieht man nur das. 155 jetzt hier gerade Geld verdient. Ist wieder runtergegangen, werden auch schon eben mehr, oder? Ja,
verstehe ich jetzt nicht so ganz. Jetzt speichert er gerade. Also hier haben wir schon 20, das ist schon mal gut. Ich glaube, das können wir mal zumachen. 16 Passagiere hat der hier durch die Gegend gefahren. Jetzt hier 375, jetzt ist Geld mehr geworden. 400. Ich weiß nicht, warum da eben nur 155 mit mal runtergerechnet standen. Anton Fröhlich. Ah, jetzt ist hier schwierig, aber Leute, jetzt macht mal was hier, das muss besser werden. Also das ist schon gut, 23, hier 8 ist runtergegangen. Ja. Kann ich das irgendwie so... Nee, ne? Fahrzeug 4 war unrentabel, das ist jetzt wo? War es das da, ne? Das war ja unser Bus, den wir umgeschwenkt haben. Kann ich nicht rechtsklicken und das geht weg? Ich dachte, das könnte man. Ne, die Nachrichten kann man nicht löschen, ne? Ne, kann man wohl nicht. Ja, ich wollte das jetzt nur... Die Glocke ist ja dann bunt, wenn es richtig ist. Gut, aber das sieht hier einigermaßen aus. Das wird sich bestimmt noch mit der Zeit ergeben, dass das noch besser wird. Wir müssen vielleicht in der nächsten Folge hier noch einen Bus halt mehr hinmachen oder sowas. Wir können das mal gerade wegmachen und das eigentlich auch, oder? Ja, 5 von 85. Das wird schon werden, ne? Aber ich wollte jetzt gerade hier Straße, Terminal und dann wollen wir hier mal gucken. Hier ist eine Bus... Na, dann nehmen wir besser auch eine Bushaltestelle gerade. Die ist hier, das ist abgedeckt. Die ist hier, das ist abgedeckt. Da ist eine, ist abgedeckt. Ja, wir könnten definitiv hier eine machen, dass das abgedeckt ist. Wäre vielleicht auch sinnig, das dann zu machen, wenn wir... da noch nicht gebaut haben, ne? Vielleicht machen wir das jetzt mal. Nein, machen wir in der nächsten Folge. Hier ist auch abgedeckt. Warte mal, das ist der da, ne? Ja, hier wäre schon der nächste dann. Ja, müsste man überlegen, das hier noch hinzubauen. Vielleicht da den letzten Halt oder sowas. Und hier ist bestimmt auch noch nicht alles abgedeckt. Doch, da ist alles abgedeckt. Die Stadt ist schon relativ groß, aber... Ja, hier können wir dann auch eine hinbauen. Okay, da würde ich sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hier ist jetzt schlecht geworden. Und wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid, genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt, damit wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.